Hi Liam, was ist denn los? Das müsst ihr euch einfach ansehen, denn das wird euch garantiert so beeindrucken, so verängstigen, so mit Oh, wartet, Moment. Sein Name ist Tyrannosaurus Ralf. Ziemlich furchteinflößend, hä? Wow, das ist ja echt mal ein toller Dinosaurier, Liam. Und, spielen wir mit ihm? Das wäre bestimmt lustig, aber wir müssen erst was reparieren, weißt du? Kann ich helfen? Kann ich? Hä? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Bitte. Also, ja, warum denn eigentlich nicht? Ja, soll ich irgendwo draufdrücken? Denn das kann ich echt gut. Kannst du dich um Bytes kümmern, während wir den Kick-O-Matic reparieren? Ja, Bytes freut sich riesig, wenn er was holen darf. Ist doch kinderleicht. Los, komm! Okay, Bytes. Auf dem Sportplatz finden wir bestimmt eine Sache, womit ein Roboterhund gerne hol das Stöckchen spielt. Du wirst dich sicher wundern, wie weit ich werfen kann. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Das ist ganz leicht. Alles, was man tun muss, ist ausholen, das Ziel anpeilen und loswerfen. Na, glaubst du mir jetzt, dass ich ein guter Werfer bin? Was habe ich da nur getan? Tyrannosaurus Ralf! Ralf! Wo bist du? Sag doch was! Ist der etwa da oben? Dass ich dich hier raufgeworfen habe. Sind wir noch Freunde? Danke, Ralf. Wow, das ist ja viel höher, als ich gedacht habe. Auweia, das ist gar nicht gut. Hilfe! Ich schaffe es nicht alleine. Er ist zu stark für mich. Ich komme schon. Gemacht. Aber plötzlich hat das Klettergerüst sich verwandelt. Hey, wartet mal kurz. Das muss ein Traum sein. Und der ist richtig cool, Leute. Los, Riesenspielzeugroboter. Wir schaffen es nicht. Wir sind einfach nicht stark genug. Wir brauchen einen neuen Plan. Das Gerüst rennt mit Liam davon. Alles klar, ich weiß, was wir machen. Du holst dein Trampolin. Damit retten wir Liam. Bin schon dabei. Und Robo-Rusty, ich brauche deine Hilfe. Es wird Zeit, dieses Ding aufzuhalten. Kombinieren und konstruieren. Ab geht die Fahrt, dann wollen wir jetzt mal loslegen. Robo-Rusty, du benutzt meinen Enterhaken und hängst dich an die Spielplatzmodernisierung 5000. Da kannst du drauf wetten. Mit deiner Roboterkraft werden wir ihn ganz bestimmt aufhalten können. Zusammen sind wir. Stark. Rusty, hier ist das Trampolin. Und jetzt? Der Plan ist, Robo-Rusty und ich werden meinen Enterhaken benutzen, um das Ding aufzuhalten. Und wenn er steht, kommst du mit dem Trampolin und kannst Liam retten. Na dann mal los. Ja, dann lass uns jetzt mal loslegen. Ja! Wow! Rusty ist plötzlich auch ein Roboter. Dieser Traum ist wirklich komisch. Schieß den Enterhaken ab, Robo-Rusty! Es wird langsamer. Ja, sehr gut. Das war's. Ruby, das Trampolin. Liam, nimm die Rutsche. Du landest auf dem Trampolin. Rutsche? Trampolin? Na ja, warum nicht? Ist ja ein Traum. Oh. Schnell, Liam. Keine Angst, ich bin ja da. Na dann. Wow. Rusty, er ist unten! Alles klar, Robo-Rusty! Das war der beste Traum aller Zeiten! Liam, das war kein Traum, das ist wirklich passiert! Ernsthaft? Das ist großartig!
Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir den Spielplatz auf meine Art modernisieren. Und dieses Mal werde ich natürlich dabei sein. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Dann wollen wir jetzt mal loslegen. Können wir jetzt endlich eine Runde drehen? Jetzt noch nicht, Liam. Erst, wenn wir alle Ballons aufgefüllt haben. Das war's mit dem Helium. Kein Problem. Ich habe noch eine Flasche hinter dem Labor. Ich helfe dir. Und bis ihr zurück seid, passe ich auf den großen Ballon auf. Okay, Liam. Aber versprich mir, dass du den Ballon nicht anrührst. Nicht, dass du noch in Schwierigkeiten gerätst. Was? Wann bin ich denn mal in Schwierigkeiten? Oh, wartet. Okay, ich rühre ihn nicht an. Buttersaurus leistet dir Gesellschaft. Er probiert gerade seine neuen Gleitketten aus. Neue Gleitketten? Oh! Das nenne ich aber mal abgefahren. Ich würde ja mit dir Städtchen holen spielen, aber ich weiß nicht womit. Perfekt. Also dann, mein Großer. Hol ihn dir! Ich kann wirklich sehr, sehr weit werfen. Gut gefangen. Jetzt spiel ihn wieder zurück. Schon in Ordnung. Ich hol ihn raus. Augenblick noch! Leute, ich hab ihn! Hey, warum werdet ihr denn immer kleiner? Oh nein! Diese Flasche müsste reichen. Und? Was geht so ab? Der Ballon ist abgegangen! Liam! Hey Leute! Hilfe! Gut festhalten! Wir holen dich da runter! Beeilung! Also an, wenn man ein Vogel ist. Dummerweise steckt der Vogel in einem fahrenden Korb fest und hat keine Ahnung, wo es hingeht. Keine Angst, Liam! Ruby, ich habe eine Idee. Koppelst du die Reifen? Kein Problem. Reifenkopplung aktiviert. Ist erledigt. Dann kann's ja losgehen. Okay, der Ballon ist im Sichtfeld. Er ist direkt vor uns. Gut ziehen, gut ziehen. Oh nein! Gar nicht so leicht. Wir müssen der Straße folgen, Liam aber nicht. Versuchen wir es nochmal. Auf jeden Fall. Rusty, wenn du mich dieses Mal hier runter kannst, dann würde ich mich riesig freuen. Glaub mir. Keine Sorge, mein Freund. Wir kriegen dich da schon runter. Wow, eine Baustelle. Och, Mann. Diese Straße scheint uns ärgern zu wollen. Das Gute daran ist, schlimmer kann es eigentlich gar nicht werden. Hier oben wird jetzt ganz schön windig. Hast du gesagt, es kann nicht mehr schlimmer werden? Fantastisch, dass du hier warst, aber jetzt ist der Sparkenpark geschlossen. Nein! Mein Geburtstag ist vermasselt. Das tut mir echt leid, Leon. Schon okay. Ich hab ja bald wieder Geburtstag. Dauert ja nur noch 12 Monate. Weißt du, Liam, das hier muss nicht der einzige Vergnügungspark in der Stadt sein. Ach, echt nicht?
Du meinst, da ist noch einer, von dem ich nichts weiß? Noch nicht. Kombinieren und konstruieren. Wir starten mit dem großen Zahnrad aus Mr. Higgins Laden. Dazu kommen ein paar alte Autoscooter vom Recyclinghof. Und das hängen wir alles an den Kranarm. Wir setzen alles zusammen und können was Tolles drauf bauen. Das ist so super! Mit dem roten Scooter will ich zuerst fahren. Nein, mit dem grünen. Nein, dem blauen. Am liebsten will ich mit allen fahren. Wuhu! Das will ich auch! Dein Geschenk ziemlich gut. Tatsächlich habe ich gar nicht gemerkt. Ich bin Riesenrad gefahren. Habt ihr es gesehen? Ganz oben war super, am Boden war super und in der Mitte auch. Das war der reinste Traum. Toll, dass es dir gefallen hat. Aber deine Geburtstagsfeier ist noch gar nicht vorbei. Wünsch dir was. Was hast du dir gewünscht? Ich habe mir gewünscht, morgen wieder Geburtstag zu haben. Das geht sogar, weil Liam Land geöffnet hat. Den ganzen Tag, jeden Tag. Danke, Leute. Das ist der beste Geburtstag, den man sich überhaupt vorstellen kann. Von hier aus sind wir alle nach Hause gefahren. Vielleicht ist Ralf ja irgendwo in die Büsche gefallen. Ich werde mit meinem Multifunktionswerkzeug... Oh nein! Ich habe mein Multifunktionswerkzeug vergessen! Ralf! 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 Liam, du warst mit deiner Gruppe wandern. Bist du sicher, dass du ihn noch hattest, als ihr wieder hier wart? Natürlich bin ich ganz sicher! Moment! Als wir angehalten haben, um was zu trinken, war Ralf auf jeden Fall noch da. Ich kann mich noch genau dran erinnern, denn er war sehr durstig. Und wo war das? Da hinten, an dem Weg, der in den Wald führt. Perfekt. Wir laufen einfach genau den Weg, den ihr gelaufen seid. Dann werden wir Ralf schon finden. Hier ist er nicht. Würmer, ja. Ralf, nein. Ralf? Oh! Du bist ganz bestimmt nicht Ralf. Ralf! Hier ist er auch nicht. Ralf! Wenn ich mein Multifunktionswerkzeug dabei hätte, dann könnte ich etwas bauen, das uns dabei helfen würde. Leise! Ich habe da was gehört. Das ist sein Gebrüll! Ralf! Los, da lang! Nein, da lang! Doch, da lang! Ralf kann aber ganz schön schnell laufen. Ralf! Warte! Wir schleichen uns lieber an. Jetzt! Schnell, er will weglaufen! Jetzt seht euch das an. Warte, komm zurück! Hm.
bekommen. Wenn ich mein Multifunktionswerkzeug dabei hätte, wäre das gar kein Problem. Ich weiß, was wir machen. Holen wir die Bits, die helfen uns fix. Ach, wir erreichen die Bits nicht. Hier im Wald haben wir keinen Empfang. Heißt das, dass Ralf für immer auf diesem Baum bleiben muss? Und wir sind so tief in den Wald gelaufen, dass niemand uns jemals wiederfinden wird. Und alles nur meinetwegen. Ein Problem nach dem anderen, Liam. Zuerst holen wir Ralf an den Baum runter. Ohne dein Multifunktionswerkzeug? Wir müssen einfach das benutzen, was wir heute dabei haben. Alles klar, dann zeig doch mal, was ihr dabei habt. Super. Und jetzt brauchen wir einen Ast, der wie ein Y aussieht. So wie der hier? Genau so ein. Und? Ich fange dich, Ralf! Hurra! Jetzt können wir nach Hause gehen. Ach nein, wir haben uns ja verlaufen. Oder? Ja, und zwar richtig. Ich glaube, wir laufen im Kreis. Seht ihr was, das euch bekannt vorkommt? Nein, und mit der Brille kann ich auch nichts entdecken. Hätte ich bloß mein Multifunktionswerkzeug. Tja, Ralf, jetzt müssen wir uns wohl daran gewöhnen, kleine Äste und Baumrinde zu essen. Ach was, ich werde mein Tablet umprogrammieren, damit das Signal stärker wird. Und dann rufen wir die Bits. Ach, es hat nicht funktioniert. Wie sollen wir denn jetzt Hilfe rufen oder unsere Flitzer finden? Na, wir bauen uns einfach ein neues Gefährt. Aber Rusty, du hast doch gar kein Werkzeug. Das geht schon, Ruby. Und, was sagt ihr? Also, egal, was wir jetzt machen, wir müssen uns beeilen. Es wird gleich dunkel. Und wir haben keine Taschenlampe und kein Zelt. Und nichts zu essen und sonst auch nichts. Es dauert Stunden, das alles aufzuräumen. Ich habe eine tolle Idee. Schnell, Bibs, in den Copycat. Ist das der? Oh, nicht doch. Liam, warte. Was ist da drin? Die Antwort auf all unsere Probleme. Boah, sieh dir mal all die Bits an. Klasse, was? Mit denen geht das Aufräumen super schnell. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Das ist nicht so schlimm. Wir machen es rückgängig, so wie mit dem Auto. Richtig, ich rufe sie alle mal her. Oh, die Bits reagieren nicht. Leute. Oh nein, wir müssen sie einfangen. Ab geht die Fahrt. Kopierten Bits nur. Weit dürften sie eigentlich noch nicht. Ich brauche nicht so viel Licht, um zu fahren. Danke. Hey. Danke. Hey. Boah, das ist meine große Eiswaffellieferung. Abgefahren. Aufhören! Zerdrück nicht die Kartons! Da sind doch lauter Eiswaffeln drin! Sekunde mal, da ist ein Crush und noch ein Crush und ein dritter? Oh, das haut mich jetzt um. Zum Glück
Hab ich nur geträumt. Die kopierten Bits verbreiten in der ganzen Stadt Chaos. Und zwar megamäßig. Die Kopien scheinen nicht richtig zu funktionieren. Normalerweise helfen die Bits doch. Leute, also diese Art von Hilfe mag ich nicht. Obwohl, eigentlich ist es auch ganz lustig. Wir müssen uns echt was überlegen, wie wir die kopierten Bits einfangen können. Wir fangen die kopierten Bits ohne Probleme mit dem ausbruchsicheren Schwebekäfig 5000. Jetzt müssen wir nur noch warten. Nicht mehr lange. Sieh doch! Ein kleines Stückchen noch. Jetzt. Erwischt! Ich wusste doch, dass der ausbruchsichere Schwebekäfig funktioniert. Ausbruchsicher? Was? Sie brechen aus? Wie ist das möglich? Durch diesen Gulli. Wie sollen wir diese kopierten Metallbits je wieder einfangen? Rusty, du hast gerade das Zauberwort gesagt. Abracadabra? Nein, metallisch. Und dafür haben wir genau das Richtige. Der Magnetkran. Tolle Idee, Ruby. Der ist perfekt, um die kopierten Bits wieder einzusammeln. Und jetzt ist unsere Chance. Sieh doch, kopierte Jacks direkt voraus. Höchste Zeit, um die kopierten Bits magnetisch anzuziehen. Wir haben sie, Rusty. Das hätte besser laufen können. Hallo, Leute. Liam, du bist wieder da. Und du hast kopierte Bits dabei. Ja, irgendwie komisch. Sie folgen mir, seitdem ich in mein Dreirad gestiegen bin und diesen tollen Badezeitsong höre. Ja. Augenblick, Leute. Unsere ganzen Bemühungen waren völlig unnötig. Anstatt herumzurennen und zu versuchen, die Bits einzufangen, können wir es schaffen, dass sie zu uns kommen. Bitte baut ein tolles Fahrzeug! Bitte baut ein tolles Fahrzeug!